Nächste Folge Recipe for Disaster. Heute geht es in den zweiten Teil der Kampagne. Wir gucken uns den Familienbetrieb an. Also schauen wir uns an, was wir hier in diesem Familienbetrieb jetzt alles erreichen müssen, was wir machen müssen. Platziere 2 Toiletten, erhöhe die Preise von 3 Gerichten, Beliebtheit 50% plus verschiedene Boni, die kriegen wir wahrscheinlich auch wieder hin. Startkapital 2000 Ocken, wir sind bei 20% Beliebtheit, das kriegen wir doch bestimmt gesteigert. Familienbetrieb. Von Paris nach Rio, deine kulinarische Reise hat dich um die ganze Welt geführt und um viele Geschmäcker und aufregende Ideen bereichert. Wenn du nicht gerade selbst isst, gehst du den Spuren alter Kochbücher nach, schaust dir Online-Kochvideos an oder experimentierst in der Küche. Aber trotz all dem hast du nie den Druck eines echten Betriebs gespürt. Hast du das Zeug, um in dieser Branche erfolgreich zu sein? Dein Onkel und Lehrer hat sich entschlossen, zornigen Gästen und egoistischen Angestellten den Rücken zu kehren und sich zur Ruhe zu setzen. Er hat dir die Schlüssel zu seinem Restaurant hinterlassen. Eine echte Herausforderung. Aber wie du vor der Eingangstür stehst, fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Du bist allein und hast weder Grills noch die geringste Idee, was zu tun ist. Eine schnelle Suche auf dem Handy für was braucht es, um ein erfolgreiches Restaurant zu führen, wird nicht ausreichen. Es liegt jetzt in deiner Hand, also mach was draus. Ha! Also gehen wir rein in den Familienbetrieb und gucken erstmal, wie das aussieht und was wir schon sehen. Das ist ja richtig cool. Es ist, ich mach mal ein bisschen lauter, es ist gar nicht so groß. Es sieht aus wie so eine kleine Garagenbutze. Richtig cool, ey. Riesengroße Küche. Sehr, sehr sweet, ey. Das sieht doch schick aus. Wir haben 2 Eingangstüren. Das lässt mich jetzt mehrfach stutzen. Da bin ich ja schon drauf und dran, wenn wir ein bisschen Kohle gemacht haben, dass wir hier vielleicht einen Anbau machen, ne? Dass wir das ein bisschen vergrößern. Und dann hier den Eingang lassen. Und das hier, das kommt dann weg. Gucken wir mal, wie das so aussieht. Wir haben auch nur 2. Wir haben auch nur 2 Stühle. Ja, was haben wir denn? Wir haben einen Herd. Und wir haben 2 mächtige Fritteusen. Aber keinen Grill. Dann gucken wir mal eben in die Menüs rein. Leckere Muscheln, Alter. Muscheln à la lecker. So. Kalamari. Jetzt wird es aber fischig hier. Gegrilltes Hähnchen. Da fehlt dann jetzt der Grill. Und Hähnchen super fritti. Okay. Das klingt ja schon mal alles wieder. Das klingt ja mega. Wir brauchen als erstes einen Grill. Wir brauchen einen Grill. Sind wir in dem richtigen Modus? Wir sind im richtigen Modus drin. Wir kaufen uns hier einen Grill. Benötigt Grill. Kostet auch nur 180. Ja, und jetzt ist die Frage, wie platzieren wir das? Ich hatte das beim letzten Mal schon in dem letzten Restaurant mir angeschaut und war mir auch noch nicht so sicher, ob ich das alles so platzieren soll oder nicht. Oder ob es nicht eine bessere Möglichkeit gibt mit dem Platzieren. Wait, habe ich jetzt 2 gekauft? Nö, ne? Nö, ich will nicht 2 halten. So, weg damit. Abbrechen. So, das heißt, wenn man das hier so zum Beispiel macht, man hätte hier eine Frittierstation und hätte hier auf der anderen Seite die Grill und den Herd, den Grill und den Herd und die Fritteusen, dann müssten wir mal eben gucken, was wird denn tendenziell eher... Hoppala, gehen wir hier mal eben raus aus dem Baumodus. Was wird denn eher gegrillt? Können wir so gar nicht, ne? Doch so. Wir haben sehr viel Tiefkühl mit dem ganzen, Fischzeug. Aber das wird auch weniger, frittiert. Wie wär's, wenn wir das hier so stellen?
So. Und die beiden Fritteusen. So. Das heißt, wir stehen quasi dicht an dicht. In diesem Bereich. Wenn was frittiert wird, dann da. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Wir haben so eine Kochinsel, können dann hier hantieren. Bin ich damit zufrieden? Soweit schon. Wir gucken mal eben als erstes nach dem Ambiente. Hier ist natürlich das schönste Ambiente. Dementsprechend setzen wir den Tisch einmal hier rüber. Und platzieren auch noch ausgefallene Stühle. Wir müssen auf jeden Fall unser Budget ausnutzen, damit wir hier vorwärts kommen. Und das Ganze wäre natürlich jetzt richtig nice, wenn wir das hier duplizieren. Ja, wir können es duplizieren. Zack. Und schon steht das Ganze hier. Ich drücke mal Escape. Schon steht das Ganze hier noch einmal. Es wird natürlich ein bisschen eng. Aber ich glaube, das geht. Oh, 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 oh. Wir haben keine Toilette, Alden. Wir haben keine Toilette. Wir haben keine Toilette. Wait a minute. Wait a minute. Platziere zwei Toiletten. Erhöhe den Preis von drei Gerichten. Wir haben 1300 Ocken. Wir brauchen in jedem Fall eine Toilette. Du kannst ja nicht ein Restaurant aufmachen und dann hast du keinen Lokus, Alter. Wo sind wir denn hier? Wand bauen. Alter, jetzt wird es wild. Guck mal hier. Rabams. Fußboden. Wände färben, machen wir gleich. Fußboden verlegen. Wir machen hier so toilettenmäßig. Rabams. Gibt es sowas wie Trennwände auf den Toiletten? Guck mal hier. Ah, Kabinen gibt es. Kabinentür. Kabinentür. Spülbecken spülen. Kabinentür. Das heißt, ich müsste theoretisch eine Wand ziehen, ne? Ich müsste eine Wand ziehen. Das ist ja witzig hier gerade. Ja, müssen wir mal gucken. Das macht ja schon, ohne Scheiß, das macht ja schon wieder Bock, ne? Wenn ich das so mache, jetzt fehlt mir ein bisschen Platz, ne? Kabinentür. Und ich müsste ja dann eine Mauer da in der Mitte auch noch ziehen. Links oder rechts. Nee, das ist nicht gut. Das müssen wir wieder abreißen. Oh, 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 was habe ich gemacht? Wait, 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 ich will die Wand abreißen. Wand bauen. Nein, nicht so. Ach, warte mal, ich muss diese Wand hier, da unten. Wände verbergen, Wände anzeigen. So. Wir machen das alles nochmal ein länger. Wand bauen. Ein Feld länger. So. Jetzt machen wir den Fußboden wieder drauf. Was sagen die? Die Kohlen sagen, alles in Ordnung. Entspann dich, sagen die Kohlen. Alles gut. So. Wand färben. Habe ich hier diese Außenfassade von dem Gestein? Kann ich das irgendwie aufnehmen? Nee, ne? Achso, das ist ja auch Fußboden. Wand färben. Das haben wir doch hier, oder? Ist es das? Man sieht es gerade ein bisschen schlecht. Ist es diese Mauer? Es sieht so dunkel aus. Ja, es ist es. So, das ist doch ganz nett gemacht. Das ist doch wirklich ganz nett gemacht. Fenster muss ich mir gleich überlegen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wandfärben schlicht. Wandfärben Holzbretter. Was haben wir hier? Holzwand. Blümchen. Sehr schön. Wir brauchen für die Toilette irgendwas Schlichtes. Holzbretter hier. Wir machen U-Bahn-Fliesen. Ja. U-Bahn-Fliesen für den Lokus. Das stille Örtchen. Ich weiß immer noch nicht genau, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Hoppala. Aber das werden wir gleich sehen. Sehen wir doch gleich. So, damit ist das erledigt. Hier kommt auf jeden Fall gleich nochmal eine Tür rein. Und wir brauchen ja zwei Toiletten. Zwei Toiletten. Die könnten wir jetzt so und so bauen. Warte mal, wo kann denn hier nochmal die Wand hin?
Baue eine Wand. Wait. Wenn wir hier die erste Toilette setzen, in der Ecke. Rabams. Dann kommt eine Wand. Rabams. Dann kommt noch eine Toilette. Rabams. Und dann kommt noch eine Wand. Ja, Alter, dann ist das doch mega gut. Dann habe ich hier sogar noch Platz für zwei Spülbecken. Zack, zack. Und jetzt kommen die Kabinentüren. Kabinentür 2, Kabinentür 1. Oh, wait, die Wand muss wahrscheinlich zu. Und hier auch. Ne, wait. Ja doch, die muss zu. Das heißt, ich muss hier die Wand einbauen. Und dann kommen hier die Kabinentüren rein. Alter, wie gut! Jetzt aber mal ohne Scheiße. Machen wir mal hier diese Wände weg. Und guck mal, wie das aussieht. Das kann sich doch sehen lassen. Für so einen Lokus-Alten. Jetzt aber mal wirklich, ey. Das fängt doch schon gut an hier wieder. So, Türen. Wir brauchen eine Tür. Dann nehmen wir keine Glastür. Wir nehmen einfach eine stabile Tür. Beide Richtungen. Die kommt hier so hin. Kann ich nicht. Das heißt, ich muss bestimmt wieder eine Wand bauen. Und dann kann ich die Tür einsetzen. Ist das so? So ist das. Ha. Schön. Also, wir haben einen Lokus, einen stillen Ort erschaffen. Und jetzt haben wir natürlich hier in diesem stillen Örtchen ein Ambiente-Problem, Alter. Das Ambiente in diesem Lokus ist nicht so wunderschön wie gedacht. Dementsprechend brauchen wir jetzt hier erstmal wieder die Wände, damit wir sehen, was wir hier tun. Alter, das ist aber auch ein Kämmerchen der besonderen Art, ey. Wir machen hier Lampen rein. Wir machen erstmal Lampen rein. Wandlicht, guck mal hier. Kostet 70, ist richtig teuer. Alter, wir haben fast keine Kohle mehr. Ich hock da gerade vor, ihr seht es vielleicht gerade nicht. Wir haben keine 500 Ocken mehr. Nu wird es aber eng. Nu wird es aber eng. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier an Dekoration rausholen können, damit das noch so einigermaßen gerettet ist. Aber Licht brauchen wir auch. 100 für Licht, ne. Wandlicht 70. Wandlicht 70. Eins, zwei. Das muss reichen. Hier drin gibt es kein Licht. Oder gibt es hier noch was anderes? Für 100. Mit R kann man drehen. Nee, komm, das lassen wir weg. Das müssen wir uns erstmal sparen. Wandlicht bringt aber auch tatsächlich auch nicht so den Deko-Erfolg. Ja gut, was soll man jetzt sagen? Es ist halt ein Lokus, wie soll das jetzt aussehen, Alten? So, wir haben ja auch echt keine Kohlen mehr. 300 Ocken nur noch. Hier ist der Eingang, die Tische sind gedeckt. Es ist alles erledigt. Wir könnten noch zwei Lampen von der Decke runterhängen lassen. Dann haben wir nur noch 200 Ocken. Ich guck mal, ob es das bringt. Das Ambiente ist auf jeden Fall besser sofort. Dekoration, ja, lassen wir erstmal so, wie es ist. Wir müssen mal raus hier jetzt aus diesem Modus und rein ins Business. Ich vermute, dass wir vielleicht gleich sogar noch was kaufen müssen. Haben wir alles? Haben wir alles. Ich hätte gerne, ich bleibe erstmal bei all den Rezepten, die uns vorgegeben sind. Es ist ja jetzt hier nicht dieser Freestyle-Modus, wo wir unsere eigenen Rezepte kreieren, Alten. Da kommen wir aber auch noch hin, da freue ich mich schon drauf. Wir gehen erstmal schön durch die Story und wir erhöhen hier den Minimalbestand erstmal bei den Artikeln. Und dann werden wir auch gleich schon beliefert. Wir gehen mal auf 5. Als Minimalbestand. Wir haben jetzt keinen Riesenladen. Wir haben ja nur 2 Tische. Aber ich sag mal 5 als Minimal. Das ist alles, was wir haben? Das ist alles in Rezepten verwendet. Es gibt so vieles. Und in Rezepten verwendet? Werden nur diese paar Artikel? Was ist das, Alter? Ein Fischladen? Haben wir eine Fischbude bekommen, Alter, vom Onkel?
Ist ja geil, Alter. Ich sehe mich hier schon, Alter, der Fischfritze. So, komm, wir machen mal auf den Laden. Es kann losgehen. So, da ist er. Nee, bin ich da? Nee, es sind schon Kunden. Wo bin ich denn? Ah, hier, Ette. So, jetzt machen wir erstmal direkt wieder Pause. Jetzt machen wir erstmal Pause. Wir haben noch 99 Mark. Wir sind echt... Wir sind echt hart dran, Alten. Mitarbeiterbereich öffnen. So, müssen wir hier was einstellen. Die Gruppe. Gruppe bearbeiten. Hier nicht. Gruppe bearbeiten. Hier, Uniform bearbeiten. Ich hätte gerne so ein richtig schickes Outfit, Alten. Wie würde man denn aussehen? Also so eine grüne Weste geht ja mal gar nicht, Alter. Oh, hier so Hemd. Hemd ohne Schlips. So eine Jacke, das ist eher so im Kochstyle. Wir machen das mal nicht so, wir machen das mal ein bisschen, ne? Oder weiß rennen die Köche ja rum. Wobei in weiß siehst du auch irgendwie nichts. Oh, so eine Kochjacke. Oder Krawatte. Aber Kochjacke hat auch was Edles, ne? Hat auch was Edles. Da sagst du aber mal nichts. Könnte man machen. Dazu die passende Hose. Elegant und weiße Schuhe. Stiefel? Nein. Anzug? Sneaker? Stiefel. Irgendwie sehen am coolsten... Ich nehme aber die Anzugsschuhe. Schürze? Ja, auf jeden eine Schürze. Und zwar hier die lange. Schürze lang in Bordeaux. Bordeaux. Na, kann man so rumrennen, Alten? Ich würde sagen, so kann man rumrennen. Oder wir machen diese kleinen Applikationen hier auch in Bordeaux. Alter, so. So wird ein Schuh draus. Guck dir das mal an, Alter. Genau, so machen wir das. So, das übertragen wir jetzt auf die Kollegin. Aber warum hat die jetzt hier keine Schürze? Klein, lang. Ja, Mann. Und, also die Farben sind übertragen. Ah, Farben übertragen. Aber, straight leg. Weihnachtshose, Yoga-Hose, Rock, schlabbrig, Schlaghose, Shorts, Alter, was? Okay, dann machen wir das. Anzughemd, nein. Was ist hier? Oh, warte mal, oh, französische Weste, auch edel. Auch sehr edel, französischer Kragen. Oh, das gibt aber krasse Hemd mit Knöpfen. Wäre jetzt eigentlich passend, ne? Hat aber keine Ärmel, weil Kurzarm offensichtlich. Was ist das? Kapuzenpullover, Alten? Nicht dein Ernst. Kapuzenpullover. Oh, nee, Moment, das ist der Weihnachtsmantel. Das geht ja auch nicht. Okay, oh, französische Jacke. Wir nehmen die französische Jacke. Ja, die gefällt mir sehr. Das passt doch gut. Pumps. Wer soll denn auf Pumps laufen, Alten? Sneaker, Stiefel, Pumps. Dann nehmen wir die Sneaker. Die müssen ja auch schließlich den ganzen Tag rumrennen, ne? Okay. Hut machen wir auf gar keinen Fall. Und wir machen hier den Franz Fishman, Alter. So, Franz Fishman. Speichern. Haben wir jetzt angezogen, ne? Ja. Hat er oder hat er nicht? Achso, hier. Franz Fishman. Gruppe speichern. Alter, guck mal da, Monsieur. Alter Falter. Wunderbar. Okay, wir übernehmen hier alles. Wir müssen hier alles übernehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren einen, also uns, unseren einen Mitarbeiter. Klicken hier an, wir übernehmen den Service von diesem Tisch und wir übernehmen den Service von diesem Tisch. So. Dann übernehmen wir... Wir müssen Reinigungsbereiche einstellen. Beziehungsweise, warte mal, wir machen erstmal hier Friteuse. Wir machen auch diese Friteuse natürlich. Wir machen den Herd. Das hatte ich bisher noch nicht, das ist neu. Und wir machen hier den Grill. Soweit schon mal so gut. Dann, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann müssen wir Reinigungsbereiche einstellen. Reinigungsbereich, Toiletten. Ja, Icke hier, ne? Reinigungsbereich
Service, Ecke. Reinigungsbereich, Küche. Ecke. Alles klar. Selbst und ständig. Und wir gehen rein in den Aal. Speed. Ha. Ob überhaupt irgendwelche reinkommen? Kommt überhaupt irgendwer rein? Hallo? Hallo, heiß und fettig. Ja, schönen guten Tag, die Herrschaften. Alter, geh da hin, mach Service, Alter. Ja, lirum larum, wir holen mal frischen Fisch ein. Wir haben auch ein bisschen Lachs noch da und ein paar Krabben. Wie sieht's denn aus? Wie wär's denn? Okay, nun geht das los. So, was wurde bestellt? Alter, hier schön, das ist ja praktisch, ne? Dass ja der Vino direkt in der Küche liegt. Das ist der Koch. Mach mal nicht so einen Krach hier, Alten. So, jetzt gucken wir, er holt sich hier schön alles raus. Und es wird alles schön in der Pfanne. Schön in der Pfanne alles gemacht. Und es wird alles auf der Anrichte quasi angerichtet und zusammengetüdelt. Oh, das ist aber laut jetzt hier. Warte mal. So im Baumodus war das recht leise. Nun ist aber laut hier. Und jetzt wird direkt... Ah ne, warte, was kommt jetzt? Oh, jetzt kommen noch ein paar Fritten dazu. Schön ein bisschen Backfisch. So. Ab aus der Fritteuse. Schön tiefkühl TK-Ware im Großhandel eingekauft und dann ab rein in die Fritteuse. Ist doch dem Pöbel draußen egal. Hauptsache, es schmeckt heiß und fettig. So mag wie dat. Wir haben tatsächlich nur 100 Mal... Wait. Wait, Pause. Was zur Hölle ist das? Arbeitskraft verfügbar? Wählen Sie einen Mitarbeiter aus. Ach, die sitzen hier rum und pöbeln hier rum, weil sie nicht bedient werden. Da kommen die einfach in meine Küche rein. Alter, ich hätte ihn ja aber achtkant, würde ich den ja rausschmeißen. Ob ich einen Mitarbeiter brauche? So, jetzt wird hier bedient und danach sind die dran. Ich muss erst ein bisschen Kohlen machen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie die so drauf sind. Leckere Muscheln bestellt, Hähnchensuppe bestellt, Alter. Und leckere Muscheln. Der sitzt da doch gleich, oder? Nee, der ist einfach abgehauen. Ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Was sein Problem war. Der kommt in meine Küche und winkt. Wie ist der drauf? Nein, jetzt mache ich erstmal Pause. Alter, wie er chillig drauf ist. Erstmal geht er hier in seinen asiatischen Garten und entspannt sich erstmal bei einer Tasse Kaffee. Ja. So. Jetzt geht's weiter, ne? Muss ja auch mal sein. Oh. Hallo, ich sehe dich. Ja, feini. Und Hände waschen. Du. Das ist aber ekelhaft. Zum Glück hast du schon aufgegessen. Das habe ich genau gesehen, Bürschchen. Ja. Oh, die haben aber gut Cash dagelassen. Haben wir schon 200 Ocken wieder rein. Das ist nicht schlecht. Jetzt ist das natürlich so, dass hier... Dass das natürlich... Also ich sag mal, zu zweit schon irgendwie besser wäre, ne? Das läuft einfach nicht rund. Also dadurch, dass ich halt hier alles machen muss... Das ist halt nicht ideal. So, jetzt ist hier der Service. Ich meine, Mr. Miyagi hier, der gibt ja schon Gas. Das ist ja schon nicht so schlecht. Kalamari und leckere Muscheln. Snob. Oh. Hab ich hier, ist das einfach so ein kleines, feines Edelrestaurant und ich muss hier einfach vom Allerfeinsten servieren? Wenn das so wäre, würde ich die Rezepte tatsächlich nochmal umändern. Optimieren maybe und auf jeden Fall die Preise erhöhen, ne?
Das ist ja nicht so schlecht. Guck mal hier, Bestellung aufgenommen. Hat Blähung. Ja, das ist schön. Jähzornig, langsamer Geher. Ja, cool. So ein Rentner halt, ne? So, das ist das Erste, das ist das Essen von ihm schon fertig. Er isst halt seit 25 Jahren immer das Gleiche in diesem Restaurant. Und vom Onkel war es immer leckerer. Hähnchensuppe. Also, ohne Scheiß, die Kohlen kommen so einigermaßen gut rein, ne? Ein bisschen sauber machen. Hier kommen schon direkt die nächsten. Jetzt braucht er erstmal wieder Pause. Ist klar, Alben. Hähnchensuppe für 21 Mark. Tja, wie finde ich denn das? Jetzt muss er hier auch noch den Tisch sauber machen gleich, ne? Ich brauche eine Servicekraft hier, das geht gar nicht. Was für Mitarbeiter hätten wir? Kevin. Bedienung. Charismatisch. Plus 2 auf Reinigen. Er kann super grillen. Und backen. Aber backen haben wir noch nicht. Catherine. Geht so. Kevin. Geht so. Michael. Ja. 3 Charisma bedienen. 2 Charisma und bedienen. Aber er könnte zumindest nochmal mit grillen und kochen, ne? Nicholas. Charisma und bedienen und 2 im Grillen und Backen. Ich bin eigentlich eher für den Kevin. Kevin Schmitz. Weil er 4 Punkte im Grillen hat. Und leidenschaftlicher Bediener ist. Nächste Stufe. Was kostet er? Na gut, ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Einstellgebühren 13. Wir stellen ihn ein. Herzlich willkommen, Alden. Ich freue mich sehr. Genial. Stufe schneller hoch. Oh, er ist genial. Das ist auch wieder geil. Es sind so viele Kleinigkeiten im Game, die jetzt schon wieder Bock machen. Das hat so ein bisschen was auch von, ich wollte gerade sagen Trader Life Simulator, aber du weißt schon, was ich meine. Schreib mal bitte drunter, ich habe schon wieder Ladehemmung, Alden. Wie heißt es denn? King of Retail, Dankeschön. Ha, ich hab's eher. Bevor du schon geschrieben hast, habe ich schon wieder meine grauen Zellen und so. So, genau, so die Eigenschaften der Mitarbeiter und sowas, das macht schon richtig Bock, das ist schon richtig cool. So, jetzt aber gib ihm. Der Mitarbeiter kommt jetzt. Er kommt jetzt gleich hier an. Er macht Pause, er muss auf jeden Fall gleich erstmal den Tisch sauber machen. Hier ist er schon. Alter, Kevin. Als erstes. Hier. Nein, hier. Gib ihm. Ob das einen Unterschied macht, wer auf Platz 1 und Platz 2 ist? Ich weiß es nicht. Ich teste es einfach mal. Ob das nach Prio geht? Wahrscheinlich nicht. So, er fängt direkt an hier zu kochen. Und ich gehe raus in den Service. Ich bestelle ihn jetzt gerade extra nicht auf Service. Auch wenn er das mag. Oder stelle ich ihn auch auf Service? Ich stelle ihn auch auf Service. Ich stelle ihn auch auf Service. Denn er mag das. Weil er es mag. Soll er gerne machen. Wenn Zeit und Platz dafür da ist, soll er das machen. Reinigung übernehme ich dann selbst. Komplett für den gesamten Laden. Dadurch, dass ich dann Zeit habe, dass er jetzt hier kocht. Guck mal, hier stehen sie schon Schlange. Das ist richtig geil. Und jetzt so langsam kommen die Kohlen rein. Mega. Jetzt können wir natürlich direkt mal probieren, wenn sie schon hier Schlange stehen, ob wir nicht an den Rezepten ein bisschen rumfuschen können und zumindest mal hier die Marge, die Gesamtmarge mal erhöhen. Ich hatte das im letzten auch gemacht und habe die auf 590 erhöht und habe kaum einen Unterschied gemerkt. Ob das bei 600 wieder anders ist, ich weiß es nicht. Aber ich erhöhe sie einfach mal auf 590% Marge. Das ist satt. Das schmeckt.
Ob jetzt immer noch die Leute kommen, werden wir sehen. Erhöhe den Preis von 3 Gerichten. Ich habe die Preise von 9 Gerichten erhöht. Ha! Kratsching! Sehr gut. Und da kommen schon direkt die nächsten rein. So, Smoke wie dat. Jawohl, hier mal ein bisschen... Oh, wow. Es gibt nichts, was ich mag. Leckere Muscheln war okay. Muscheln war mittelmäßig teuer. Vielleicht muss ich doch an den Rezepten jetzt was rumändern. Sollen wir nochmal in die Rezepte gehen? So einen Blick zumindest reinwerfen. Hier wird schon direkt wieder aufgenommen. Der Kevin Schmitz übernimmt das, während ich hier sauber mache. Mega. Ohne Scheiß, das macht mir richtig Bock. Das ist richtig, richtig cool. Und man entdeckt so ganz viele Sachen, die auch einfach wirklich gut gemacht sind, gut gelöst sind. Man kommt auch gut vorwärts hier. Was haben wir hier für ein Warnzeichen? Alter, das sind die Bewertungen. Gibt es nichts, was ich mag? Hier gäbe es gegrillte Sardinen, leckere Muscheln. War okay, nicht zufrieden. Ui, ui, ui. Okay, wie kommen wir da ran? Wie müssen wir Rezept? Standardrezept gegrillte Sardinen erstellt. Ach, die haben hier ein Rezept erstellt? Gegrillte Sardinen? Nee, das ist ja wild. Wir müssen mal eben hier diesen Post ausmachen. Wie kriegen wir den denn weg hier? Ah. Gegrillte Sardinen haben die vorgeschlagen und man kann das aus den Internet-Newsfeeds sich so rausziehen? Das ist ja witzig. Gegrillte Sardinen, aber ich habe das doch jetzt nicht als Rezept, oder? Übrigens, das hatte ich ja beim letzten Mal oder beim ersten Mal schon gesehen oder dann irgendwann entdeckt. Es wird halt quasi pro Stunde automatisch geliefert. Das heißt, ich muss jetzt hier die 41 Minuten Ingame-Zeit abwarten, dann kommt die nächste Lieferung. Rezepteditor. Und wir gehen da mal rein. Gegrillte Sardinen. Eingelegte Sardellen. Hier, Sardine. Wir nehmen die Sardine. Gegrillt steht im Rezept. Guck mal, hier könnten wir was rösten und sowas. Alter, das war im ersten Teil auch noch nicht perfekt. Kochen, rösten und so weiter. Das geht ab. Wir haben gegrillte Sardinen. Wie wollen wir die gegrillten Sardinen machen? Wir hauen die auf den Grill. Schön kross anbraten. Von beiden Seiten. Zack, zack, zack. Maximal eine Minute. Was kommt dazu? Nichts? Da muss doch was dazu. Da muss auf jeden Fall dazu ein bisschen grobes Meersalz. Zack. Dann kann dazu geil Olivenöl. Pft, drüber. Gegrillt, wohlriechend. So. Gluten enthalten, Schalentiere, Gluten, wovon das denn? Olivenöl? Tatsache. Das enthält? Ach komm. Wohlriechend. Oh, wir könnten das Ganze mit Nori-Alge abschmecken, Alter. Extrem extravagant. Aber wir hauen da Pflanzenöl drauf. Olivenöl. So. Das kommt da drauf. Dazu kommt dann aus der Pfanne. Jetzt brauchen wir ein bisschen hier so Gemüse und sowas. Dazu kommt aus der Pfanne braune Zwiebeln. Die werden jetzt hier geröstet. Das rösten wir jetzt an. Braune Zwiebeln. Zu den Sardinen. Das auf jeden Fall. Aubergine kommt dazu. Zack. Und zu den Sardinen, Nori, Knoblauch. Alter, Knoblauch fast vergessen. Knoblauch dazu, Tomate noch dazu oder wird das zu matschig? Wir könnten das abtrüffeln, Alter. Angeröstet in der Pfanne? Nee, das ist übertrieben. Zwiebeln haben wir drin, das haben wir da drin. Wir brauchen hier noch Soßen. Tex-Mex auf gar keinen Fall. Chili-Pulver ist zu viel. Geräucherte Paprika. Ist eigentlich auch schon zu viel. Kümmel ist ein bisschen zu wild.
Wo haben wir denn hier nochmal ein bisschen andere Aromen, Alten? Gemüsebrühe, Basilikum kommt da noch mit drauf. Zack. Und Petersilie auf jeden. Einfach für die Deko. Einfach noch ein bisschen Petersilie. Fertig. Pfeffer. Dass man Salz und Pfeffer da extra reinmachen muss, ist das nicht irgendwie normal oder was? Das ist ja wild. Salz und Pfeffer. So. Das ist ja wild. Okay, wir haben das. Ausgeglichen. Eine ausgeglichene Ernährung. Okay. Klingt vernünftig. Basis. Achso, wir müssen das benennen. Ah, und wir können es hier. Man kann sogar ranzoomen. Sehr, sehr gut. Wir können jetzt hier sagen, welche Optik hat das vom Teller. Und wir sagen, das waren ja jetzt hier diese gegrillten Sardinen. Sieht aus wie so ein Hühnersalat, genau. Gegrillte Sardinen. Sieht aus. Hähnchenflügel, Backkartoffel. Hier sind so Sushi. Gegrillte Sardinen und Steak mit Salat. Naja, sagen wir mal, die Optik ist das vielleicht. Gegrillte Sardinen und dazu so ein bisschen ihr Grünzeug aus der Pfanne. Das Bild nehmen wir. Und das nennen wir Bella Cicilia. So. Perfetto. Neues Rezept. Speichern. Abfahrt. Alter, unser erstes eigenes Rezept. Hoffentlich kauft das überhaupt irgendwer und hoffentlich schmeckt das überhaupt. Das weiß man ja überhaupt nicht. Oh, wow, 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 wow. Was ist jetzt hier mit ihm? Ich schick mal den Kevin, nee, ich schick mal mich selber dahin. Ja, Alden, was ist denn mit dir? Warum winkst du denn hier so rum? Servicepersonal, bitte. Wir haben hier einen Aufdringlichen. Hallo. Das sind Mitarbeiter, die hier einfach nur arbeiten wollen für 2,40? Ich weiß überhaupt nicht, was du kannst, Alden. Lohn verhandeln, charismatisch. Du hast den Job. Ich weiß gar nicht, was du kannst. Wer bist du denn? Arbeitskraft verfügbar. Ist der das? Nee, der ist hier gar nicht drin. Wieso soll ich denn so einen dahergelaufenen nehmen? Das ist ja ein Dingen. Beigebracht, wie man mit der Friteuse bedient. Das weiß ich, das tue ich jetzt. Nicht interessiert. Muss ich die einstellen? Kratsching. Beliebtheit. Ich muss sie doch nicht einstellen. Alter, was ich jetzt... Jetzt bin ich natürlich übelst gespannt, wann hier irgendjemand dieses Rezept nimmt. Ob das irgendwer nimmt? Die haben wir, glaube ich, schon vorher bestellt, ne? Vor Rezepterstellung. Oh, warte, Zutaten fehlen. Pause, Pause. Nee, Zutaten wurden geliefert. Nein! Das kann alles gar nicht gemacht werden. Ah, ich napp, Alden. Ich habe die Zutaten nicht geholt. Ob man das hier global einstellen kann? Bestimmt. Aber ich kann das dann immer noch ein bisschen variieren. Wir müssen mal gucken, wie... Das geht auch alles in die Regalfächer rein und so, ne? So. Gegrilltes Hähnchen. Hähnchensuppe. Kalamari. Schinken. Mediterranpasta. Okay. Hat Blähung? Ja, da sollte man nicht sowas komisches essen, Alter. Weitermachen. Wir machen mal ein bisschen auf schnell hier. Ja. Ach, guck mal hier. Wenn wir jetzt natürlich hier anbauen, ne? Haben wir natürlich hier schlagartig den, also wir könnten natürlich die Toilette so lassen. Hallo, 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 was ist passiert? An der Belastungsgrenze bin ich? Ja, weil das hier so warm ist in meinem Zimmer, Alten. Wie in der kompletten Beleuchtung. Ich stehe auch schon wieder komplett im Schweiß, ey. Kannst du nicht ausdenken. 36 Grad, ey. Was hast du denn, Alten? Was ist denn bei dir? Was ist denn bei dir? Jetzt hast du Stress? Uns gehen die Zutaten aus. Das macht ihn fertig. Geht mir auf die Nerven. Rochello Castro.
Und Luke gehen ja auch auf die Nerven. Alter Falter. Ja, Alter, dann geh doch mal raus und lass den anderen machen, ey. Was er eskaliert. Bibidi babidi bubidi. geil, Alter, wie er rumzetert. Komplett am Eskalieren. Mach Pause hier, Alter. Das ist ja nicht auszudenken. Kochen, reinigen, Belastungsgrenze, heimschicken. Nee, auf keinen Fall, Alter. Ich weiß nicht, da unten ist die Uhrzeit. Wir haben 19 Uhr. Komm, du hast doch bestimmt gleich geschafft, Alter. Ausdauer, komplett im Stress. Ist das krass. So, jetzt geht er raus. Wie er hier rumrennt und zetert, Alter. Ah, jetzt ist vorbei. Okay, danach macht er erstmal Pause. Krass. Und geht auch nach Hause. Feierabend, das war's. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Überstanden den ersten Tag. Und wir haben schon das Wichtigste erreicht, glaube ich, ne? Gut, die Bewertung werden natürlich wieder ein bisschen schwierig. Das wird ein bisschen dauern. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Übelst das Minus gemacht, weil wir so viel gebaut haben. Das ist ganz klar. Renovierungskosten 2000. Heutige Einnahmen knapp 600. Ist schon mal nicht so schlecht. Personal immer noch hart am Limit. Ja, da muss ich auch noch mal ein bisschen mich mehr mit beschäftigen. Nicht zutreffend. Haben die manche Sachen nicht gefunden oder was? Was die gerne essen wollen? Ich meine, die kriegen halt dann auch einfach mal nicht alles, ne? In einem Fischrestaurant, dann ist es nun mal so. Leckere Muscheln. Calamari hat gut funktioniert. Gegrillte Sardinen. Hat Umsatz gemacht. Ich habe das doch noch gar nicht gehabt. Das ist ja verrückt. Und dann sind wir jetzt schon hier im nächsten Tag wieder drin. Können hier auf Lebensmittel gehen und haben sofort, wenn wir reingehen in den Laden, volle Lieferung und alles auf Lager. Hier sind noch 9 Hähnchen drin, gestern verwertet. Guck mal hier, da wurden 7 verwertet. Also wir sind noch in einem ganz guten Rhythmus, wenn wir hier alles auf 5 drin haben. So viel müssen wir nicht bestellen. Das ist ja auch alles Lagerhaltungskosten sozusagen. Das bindet ja alles Kapital. Das heißt, wir machen den Laden erstmal auf. Zack. Up geht it. Da kommen sie beide angerannt hier. Und es geht los. Genau, erstmal ein bisschen sauber machen. Die Küche sauber machen und so weiter. Perfekt. Ja, und dann kommen gleich die Gäste, ne? Da sind sogar schon die ersten. Wir haben 10 Uhr oder kurz nach 10. Und direkt das erste Paar. Ich bin gespannt, was die bestellen. Würde mich ja mega freuen, wenn die das neue Rezept bestellen. Es wird frittiert, es wird gebraten. Und da kommen schon die nächsten. Oh, das könnte es sein. Das könnte es sein. Wir gehen kurz auf langsam. Bella Cecilia. Alter, ich bin gespannt. Ha. Hat sie sich bestellt? Und wie ist die Bewertung? Fand sie gut? Da würde mich ja interessieren, ne? Oh, ich habe den Preis mir, habe ich noch gar nicht angeguckt, wie denn der Preis ist. Aber ich meine, ich bin bei 590% Marge. 2 Sterne nur bewertet. Ob das besser geht? Oh, sitzt schon wieder einer und ist noch nicht sauber gemacht, ne? Was hat er denn hier schon wieder für Extreme? Ich hasse Reinigen. Wow. Er hasst Reinigen wirklich sehr. Und wie er Reinigen hasst. Haben wir jemanden, der Reinigen nicht so... Guck mal hier. Like. Mag Reinigen. Kann aber auch frittieren. Aber was soll ich sonst mit ihm machen? Das ist ein kleines Restaurant. Was soll ich machen? Nee. Geht nicht, Alter. Geht nicht. Geht leider gar nicht. Aber er hasst halt Reinigen. Vielleicht muss dann einfach Kevin Schmitz
mehr reinigen. Oder teilen. Ich weiß es noch nicht. Ist schwierig, ey. Er hasst Reinigen wirklich. Alter, wie er jedes Mal die ganze Zeit einen Brass kriegt, ne? Abgefahren. Wir gucken mal eben hier rein. Leckere Muschel. War gut. Leckere Muschel, mittelmäßig teuer. Hier ist es sauber. Hm. Bella Sicilia war mies. Bella Sicilia war mittelmäßig teuer. Nee. Und er... er liegt am Boden und eskaliert. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Alter? Er ist einfach zu Ende. Er ist kaputt. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Warum hat er denn so einen Stress, Alden? Okay, wir müssen seine Aufgaben reduzieren. Das geht ja gar nicht, ey. Ah, einfach rausklicken. Aufgaben reduziert. So, Alter, jetzt mach mal hier einen auf locker, Alter. Das ist ja nicht normal mit dir. Heimschicken, kann ich nicht mal. Der ist kaputt, Alter. Ich kann gerade gar nichts machen mit dem. Ah, jetzt kommt er gerade wieder zu sich. Alter, der Kevin Schmitz schmeißt den Laden hier alleine, ey. Na gut, mit dem Saubermachen, da musst du doch übernehmen, ne? Auch wenn du das scheiße findest, Alter. Ich hasse reinigen. Stress nimmt aber ab. Stress nimmt ab, okay. Er macht jetzt nur noch reinigen und ein bisschen kochen. Es pisst ihn übelst an. Uns gehen die Zutaten aus. Ist das so? Bei was denn, bitteschön? Wir haben doch noch 3 von allem. Im letzten Restaurant hatte ich 10 von allem. Hat auf jeden Fall besser funktioniert. Aber das sieht doch schon gut aus hier. Bonus besetzte Tische. 12 Tische gleichzeitig. Wow. Da müssen wir aber hier umbauen. Ey. Aber ohne Scheiß, es sieht schon wieder gut aus. Und es ist auch durchaus realistisch, dass man das hier schafft. Wir sind bei 800 Ocken. Wie sieht's aus mit Mitarbeitern? Gibt's noch nichts Neues, ne? Unfreundlich, aber genial. Inspirierend und vernetzt. Erhält Rabatt beim Bestellen von Zutaten. Er bestellt Zutaten? Tierlieb. Weshalb die Zubereitung von Fleisch einen Qualitätsverlust bedeutet. Ja, sehr gut. Genial. Stuf schneller hoch. Frittieren und sowas alles. Inspirierend. Für weniger Stress bei den Mitarbeitern. Auch inspirierend und vernetzt. Ich stell den mal ein. Ich stell den mal ein. So. Und dann wird hier der gesamte Reinigungsplan über den Haufen geschmissen. Kurze Pause. Reinigungsplan. Du raus und Samuel rein. Gleiches Spielchen hier. Gleiches Spielchen hier. Damit haben wir die Reinigung schon mal komplett abgegeben. Das macht er sehr gerne und ist damit auch komplett fein. Was ist noch sein Special? Was kann er noch? Wir gehen mal aus der Reinigung hier wieder raus. Das ist soweit erledigt. Voller Energie. Ich werde hier am schlechtesten bezahlt. Damit fängt er jetzt schon an. Das ist nicht schlecht. Ich werde hier am besten bezahlt. Ja, Angeber. Ich hasse das Reinigen. Damit ist er ja raus. Er hatte aber noch als Special, sehe ich jetzt seine... Wait, hier. Sehe ich denn hier seine... Wo ist das Personalgedöns? Hier. Da oben ist es. Er kann frittieren. Das heißt, wir bringen ihn in die Fritteuse noch weiter ein. Und das mit dem charismatisch sein, weiß ich noch nicht wofür. Er soll auf jeden Fall weiter frittieren.
Samuel and again. So. Und Attacke. So, hör mal auf jetzt hier mit dem Putzen. Sonst hat der andere ja nichts zu tun hier. Ja. Drei Leute. Ist doch schon eigentlich ganz fair, ne? Jetzt wird hier geputzt. Bestellungen werden aufgenommen. Toilette ist kaputt. Jawohl. Toilette sprotzt alles über. Erster Arbeitstag. Er hat direkt die Schnauze voll. Läuft bei ihm. Sauber machen. Läuft auch. Sehr gut. Cool. Richtig, richtig cool. Und hier wird wieder, und ich bin sehr gespannt, hier wird jetzt wieder, wir machen wieder auf langsam. Stopp. Sie hat doch jetzt hier das, nee, beide. Bella Sicilia haben die bestellt. Alle beide. Oder alle drei. Nee, gegrilltes Hähnchen. Ich bin übelst gespannt, was sie gleich für eine Bewertung da lassen. Bella Sicilia war mies. Alter, das ist mies? Warum ist das denn mies? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich muss an das Rezept nochmal dran. Warum ist denn das mies? Warum ist das mies? Warum ist das mies? Gibt aber 4 Sterne ab. Kalamari waren okay. Ich bin echt gespannt, Alter. Gucken wir mal. Die sind ja jetzt gleich fertig und gehen raus. Ich meine, es gibt halt negative Bewertungen, ne? Und, Alter, das ist wieder so ein Mitarbeiter. Lecker, Muschel war gut. Mittelmäßig teuer. Okay. Nee, Alter, ich will hier nicht sowas. Geh doch einfach weg. Halt ein Koch, ne? Was ist der? Ach, das ist der Kevin Schmitz. Wenn du meine beiden Mitbewohner einstellst, gebe ich dir ohne hin und her 1000. Ich kann dir immer noch kündigen. Perfektes Timing. Eigentlich überhaupt kein perfektes Timing. Moment, jetzt gucken wir mal. Alter, was ist denn das für ein Deal? Provokativ. Bedient zufällige Tische. Das sind einfach Servicekräfte, ne? Damit wäre der Servicebereich aber definitiv überbesetzt. So Leute, seid ihr jetzt mal fertig da am Tisch? Ich hätte gerne eure Bewertung von dem Rezept. Aha. Bella Sicilia war okay. War mittelmäßig teuer. Sieht nett aus hier. Gute Bewertung. Nicht schlecht. Bella Sicilia war aber auch nur okay. Das heißt, wir müssen da nochmal ans Rezept ran. Rezepteditor. Was daran ist nur okay? Gegrillte Sardinen. Wir nehmen dieses Nori-Gedöns raus. Olivenöl raus. Gegrillte Sardinen. Pfeffer drauf, Salz drauf, fertig. Was kommt dann noch ran? Knoblauch. Selbstverständlich. Was kommt dann noch rein? Zwiebulas. So. Fertig. Damit ist das doch durch. Gegrillt. Auf dem Grill? Weiß nicht, Alter. So. Was haben wir hier? Fürs Rösten? Pff, Basilikum raus. Rösten wir nicht. Pfeffer. Keine Ahnung, raus. Wir machen Paprika rein und wir machen Tomaten rein. Tomate geht immer. So. Speichern. Neues Rezept. Wann wird eingekauft? In 2 Minuten. Perfektes Timing. So. Tomaten und Paprika. Waren vorher nicht im Laden. Du kannst es dir nicht ausdenken. In einem Restaurant. Keine Tomaten, keine Paprika. Schräg. Ja, jetzt mache ich natürlich übelst das Minus. Aber ich könnte natürlich auch hier noch weiter anbauen und so weiter und so fort. Das bedeutet,
ich müsste hier anbauen, damit ich hier auch viel mehr Gäste reinbekomme. Mehr Tische hin und so weiter. Die Toiletten bleiben so, wie sie sind. Und dann einfach mehr für die 1000, die ich bekommen habe, einfach einen riesen Anbau machen. Ganz klarer Fall. Keiner meiner Lieblingsgerichte werden hier serviert. Bella Sicilia war mies. Alter, das Essen wird immer schlechter, was ich da koche. Das wird ja wieder was, ey. So, der nächste Tag ist rum. Alter Falter, abgefahren, abgefahren, abgefahren. Ja, das wird aber noch schwierig und es ist auch gar nicht so einfach. Und ich bin echt gespannt, wie es dann im nächsten Restaurant aussieht und was da passiert. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen weiter durchquälen und dann mal gucken, was dann im nächsten Restaurant alles zu erledigen ist. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Und wenn dir das so sehr gefällt, dass du sagst, Alden, lass das doch mal im Livestream anschauen, dann auch einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Jo, Alden, das sehe ich im Livestream auf Twitch. Bis dahin.